muss einen Weg zurück aufs Deck geben. Hulk müsste inzwischen wieder Dr. Banner sein. Vermutlich bin ich allein. Schalter, Schalter mit blinkenden roten Lichtern können zum Aktivieren angegriffen werden. Nach Aktivierung drücke X, um einen leichten Angriff auszuführen, halte LT, um zu ziehen, und drücke RT, um zu schießen. Was kann schon schiefgehen, wenn man einen roten Knopf drückt? Wenn Hulk mich hört, bin ich geliebt. Wow, das war die Hangarbucht. Fast geschafft. Ganz ruhig, Kamala. Du musst nur zum obersten Deck, ohne den Kopf zu verlieren. Ob die Knöpfe noch funktionieren? Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Um den Ausrüstungsbildschirm zu öffnen. Ausrüstung. Jedes ausgerüstete Ausrüstungsobjekt erhöht die gesamte Ausrüstungskraft. Jeder Punkt Ausrüstungskraft erhöht die Gesamtstufe um denselben Wert und damit durch den Schaden, den dein Held verursachen oder entstecken kann. Wähle ein ausgerüstetes Ausrüstungsobjekt, um alternative Ausrüstungsoptionen anzuzeigen, und drücke A, um sie auszurüsten. Du kannst Acryl ausgerüstete oder Markierung ausgerüstete Objekte vergleichen, indem du RT hältst. Slot für Verteidigung. Wähle den Slot. Oh, für den Verteilerkasten. Okay. Dort komme ich raus. Keine Spur von der Resistance. Hulk muss sie verschreckt haben. Ich sollte besser runter von dem Ding. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Ziel Kamala Khan festnehmen. Bedrohungsstufe 1. Befehl. Ziel lebend ergreifen. Seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig.
Stufe 2. Reaktion eskaliert. Hart und holprig. Dann kommen wir mit mehr oder 20 Treffen hinzu. Nicht blockbare Angriffe. Gegner, über denen ein roter Angriffsindikator angezeigt wird, führen einen nicht blockbaren Angriff aus. Diese Angriffe können nicht gekontert werden. Du kannst sie nur durch Ausweichen entgehen. Drücke B, um Angriffe auszuweichen. Was machen Sie da? Ganz ruhig, alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände.
Heilige Scheiße, Mann. Dr. Banner. Oh, nein. Highway 9. Von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was Sorry. Was reden Sie da? Ich hab wirklich... Also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots sein Kind in die Wüste? Nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom Aim-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen Nein, zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monica waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Ja. Hören Sie. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM... Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also, ich habe überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber Sie haben doch das Video gesehen. Sie wissen, da stimmt etwas nicht. Tut mir sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Tarleton nennt Menschen wie mich Inhumans. Er meint, wir sind krank. Gewalttätig. Und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte, ich...
Ich bring dich hin. Wirklich? Das ist ja ein bisschen niedergeschlagen, jetzt mal sagen. Berufsbahn rekrutieren. Es ist Hulk jetzt, ne? Es ist Hulk. Hulk Hogan. Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schön... Ah, jetzt bin ich Bruce Banner.